Twitch TV erhält Konkurrenz und zwar durch YouTube mit YouTube Gaming. Das und mehr jetzt in TechUp Weekly Nummer 17. YouTube Gaming ist gestartet. Ja, der neue Livestream-Dienst von YouTube für Spiele, von Spielern für Spielern. Allerdings ist der Start hier in Deutschland doch ein bisschen holprig, weil eine wichtige Kernfunktion, ja, ist nicht vorhanden. Ja. Das Livestreaming ist nicht möglich. Ich kann in Deutschland zwar Livestreams senden, die werden aber nicht in Deutschland übertragen. Ja, und ich kann auch keine Livestreams empfangen, nur Aufzeichnungen. Und damit ist das Ganze irgendwie witzlos. Was ist da los, Fritz? Ja, also es könnte mehrere Gründe haben. Was Offizielles gibt es seitens Google, gibt es noch nicht. Es könnte sein, dass es vielleicht Lizenzprobleme gibt mit der GEMA wieder. Also wäre ja nichts Neues. Oder auch der Rundfunkstaatsvertrag könnte auch ein mögliches Hindernis sein, dass zum Beispiel keine Lizenzrechte gekauft wurden bisher. Also was Definitives können wir aber bisher noch nicht sagen. Aber man kann das natürlich umgehen. Ja, es ist eine einfache IP-Sperre, die da aktiv ist. Und die kann man natürlich zum Beispiel mit dem Firefox-Add-on und das Chrome-Add-on SendMate, das haben wir jetzt hier verlinkt, einfach umgehen. Und da kann man sowohl halt selber Livestreams dann wieder sehen, als auch ja, welche übertragen. Richtig. Dazu muss man sagen, es ist schon ein bisschen komisch, dass Google so ein Fauxpas passiert, oder? Ja, ich meine, ziemlich, Twitch TV ist ja jetzt schon seit wie lange aktiv? Ja. Eigentlich hätte da Google den Start in Deutschland ein bisschen besser vorbereiten müssen. Richtig, ja. Wir warten noch auf ein offizielles Statement. Theoretisch, wenn das gehen würde, was wären die Vorteile? Naja, also YouTube Gaming überträgt schon in 60 Bildern pro Sekunde, 60 FPS, was beim Gaming ja natürlich sehr wichtig ist. Und beim Player setzen sie auch schon auf HTML5 anstelle von Flash. Also Twitch TV setzt immer noch auf Flash Player, aber da haben sie auch schon angekündigt, dass sie das mit HTML5 erneuern werden. Ja. Naja, mal gucken. Habt ihr YouTube Gaming schon ausprobiert? Nö, wenn möglich, vielleicht über VPN, keine Ahnung. Ja. Schreibt es ruhig in die Kommentare und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch eure Meinung dazu sagt, ob YouTube Gaming denn Twitch TV den Rang ablaufen kann. Das wäre auch eine sehr interessante Frage. Oder wollt ihr TechUp Weekly mal live haben? Bestimmt. Als Stream. Ja, einfach Likes in den Kommentaren. Wie der Microsoft Windows-Chef über seinen offiziellen Twitter-Account verlauten ließ, ist Windows 10 nach über 4 Wochen nach dem offiziellen Release auf 75 Millionen Rechner weltweit installiert. Zum Vergleich, Windows 8 hat 6 Monate gebraucht, um auf 100 Millionen Geräten installiert zu sein. Aber entscheidender Faktor hier ist natürlich, Windows 10 ist ja de facto gratis verfügbar. Ja, es wird immer mehr jetzt ausgerollt, richtig. Es kommt jetzt auch noch viel mehr dazu. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, nicht jeder, der gratis Upgrade berechtigt ist, erhält das Upgrade schon, weil das wird weiterhin nur in Wellen ausgerollt. Ja, aber der Yusuf Mehdi, wie der Windows-Chef heißt, von Microsoft, hat aber auch noch insgesamt 10 Tweets, das ist auch eine Besonderheit. Also es gab keine Pressemitteilung oder ein großes Getöse, es waren einfach nur 10 Tweets, die er getweetet hat. Und da war zum Beispiel auch die Information, dass Windows 10 in mehr als 192 Ländern im Einsatz ist zum Beispiel und auf über 92.000 oder 90.000 unterschiedlichen PC-Modellen und Tablets-Modellen installiert worden ist. Das ist ja auch eine immense Zahl. Und ein weiterer Punkt, den er zum Beispiel verraten hat, ist, dass eines der ältesten Geräte, auf dem Windows 10 installiert worden ist, aus dem Jahr 2007 stammt. Ja. Das sind zum Beispiel so die Infos, die er auch genannt hat. Ja, das ist auf jeden Fall eine super Entwicklung, was Windows 10 angeht. Nutzt ihr schon Windows 10? Habt ihr es installiert? Habt ihr Probleme, Sorgen? Seid ihr erfreut über Windows 10? Einfach in die Kommentare. Und wir haben ja auf unserer Website auch ein riesengroßes Windows 10 Special mit allen möglichen Tipps, Tricks und Ratgebern und natürlich auch in Sachen Datenschutz. Schaut mal rein. Eine chinesische Hackerin, die sich Sexy Cyborg nennt, keine Ahnung wieso, Hallo, hier sind die Augen. Zurück bitte. Zurück. Dankeschön. Marc Schuh und hat ein ganz spezielles Schuhpaar entwickelt, das, sagen wir mal, sich an IT-Spione richtet, die in ein Unternehmen Utensilien einschmuggeln wollen, um da die Netzwerke auszuspionieren. Dieses Schuhpaar hat sie Wu Ying getauft. Das steht für schattenlos. Und ja, da kann man in den Sohlen zum Beispiel was verstecken?
Also sie hat jetzt da reingesteckt, einen WLAN-Router mit eingebautem Akku und zum Beispiel Wi-Fi-Sniffing oder Warwalking zu betreiben. Dann hat sie noch drinnen ein Ethernet-Kabel, verschiedene Utensilien, um Schlösser aufzuknacken und auch unter anderem einen USB-Stick mit zum Beispiel einer Keylogger-Software drauf. Das ist alles natürlich eher so Industriespionage zum Beispiel, denkbar. Warum macht man sowas? Ich meine, sie will eigentlich letztendlich auf ein Problem hinweisen, wenn man in so ein Unternehmen einbrechen möchte, ins Netzwerk, da hat man immer erstmal eine technische Methode, aber man muss auch erstmal durch die ganzen Sicherheitsmechanismen kommen. Und ihre These ist einfach, dass wenn man sowas in die Schuhe steckt dann, und dann versucht, durch die Kontrolle zu gehen, man dann eher über seinen Oberkörper auffällt, dem Kontrolleur, seine Handtasche vielleicht abgeben muss, und sein Smartphone abgeben muss, aber es wird nicht unbedingt auf die Schuhe letztendlich geachtet. Und dazu muss man auch noch sagen, dass in diesen Hacker-Utensilien, die sie hat, auch spezielle Werkzeuge drin sind, die sie selbst entwickelt hat. Also ja. Sie hat zum Beispiel den Router aufgerüstet durch ein spezielles Betriebssystem, dass sie halt schneller ihre Unwesen auf ihre Bedürfnisse anpassen kann und so weiter. Und das Ganze, und deswegen berichten wir auch letztendlich drüber, das Ganze gibt es als Projekt als für den 3D-Drucker einfach selber zum Ausdrucken. Da hat sie die Dateien halt zur Verfügung gestellt, so wie sie es designt hat, und da kann man sich das selber ausdrucken auf dem 3D-Drucker. Also macht eurer Freundin eine Freude, druckt ihr ein schönes Paar Schuhe aus, dann kann sie für euch vielleicht Wi-Fi-Sniffing betreiben. Amazon hat mit Amazon Underground einen völlig neuen App-Store gestartet, wo es Apps, die ansonsten Bezahl-Apps sind oder In-App-Käufe anbieten, völlig kostenlos gibt. Das ist zum Beispiel der Gold Simulator, Sparkasse Plus, also alle Apps, die Geld kosten, sind dort kostenlos erhältlich. Ja, und das Ganze finanziert sich damit, dass Amazon zu den Entwicklern sagt, hey, wir rechnen euch nach Nutzungsdauer ab. Wenn ein Nutzer eure App eine Minute lang nutzt, dann kriegt ihr von uns 0,0008 Cent oder wie viel das sind. Also ganz wenig, aber das summiert sich natürlich. Klar. Ja, und im Gegenzug erklären sich die Entwickler dazu bereit, auf alle Einnahmen über das Bezahlen der App oder über In-App-Käufe Geld zu verdienen. Und ja, davon profitieren letztendlich die Besitzer von allen Android-Geräten. Richtig. Das bezieht sich also nicht nur auf Android-Geräte von Amazon, die Kindle-Geräte und so weiter, sondern das kann eigentlich auf jedem Amazon-Gerät installiert werden. Mhm. Was hat eigentlich Amazon davon, dass du sowas machst? Naja, ich denke mal, eigentlich die Amazon-Apps wurden ja eigentlich nur de facto erweitert um den Reiter Underground. Dort klickt ihr drauf, holt euch die Apps und so weiter. Springender Punkt ist, ihr könnt diese App nicht deinstallieren, also ihr könnt euch nicht irgendwie alle ehemals kostenpflichtigen Programme runterziehen, dann den App Store wieder runterschmeißen, das funktioniert leider nicht. Und ihr braucht natürlich auch ein Amazon-Konto, wenn ihr euch das holt. Und wenn ihr schon mal drin seid bei Amazon, denkt sich vielleicht das Unternehmen so, ach, dann kaufe ich mir vielleicht auch noch was anderes, wenn ich eh gerade schon dabei bin. Richtig. Und es kam auch durch unsere Leser, die haben gesagt, die App, die benötigt mir irgendwie zu viele Rechte für eine recht einfache Shopping-App. Schaut es euch einfach mal an und sagt uns eure Meinung zum Amazon Underground. Was sonst noch Wichtiges in der IT-Welt passiert ist, erfahrt jetzt im Schnelldurchlauf in unseren Quick News. Wie immer haben wir jede einzelne News, die wir erwähnen, für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und Takis legt jetzt auch sofort los. Apple hat ein freiwilliges Austauschprogramm für das iPhone 6 Plus gestartet. Die Kamera macht bei einigen Modellen einfach unscharfe Bilder. Es lag also nicht an euch, sondern an der Kamera. Welche Modelle genau betroffen sind, verrät Apple auf seiner Support-Seite. Dort erfahrt ihr dann auch, wie ihr an das neue iPhone 6 Plus gelangt. Das US-Unternehmen Elysium Space bietet einen Bestattungsservice der besonderen Art ein. Die will nämlich die Asche von Verstorbenen in Urnen auf den Mond bestatten lassen. Ab $2,000 gibt es aber auch einen anderen Service, und zwar schießen die euch die Urne in die Erdumlaufbahn, wo sie dann verglüht, und die ersten 50 Besteller für diesen Bestattungsservice auf dem Mond selbst, die bekommen sogar noch Rabatt, kostet knapp $10,000 und danach kostet es rund $12,000. Einen Kunden, einen US-Amerikaner, haben sie schon. Google Play Music bietet jetzt kuratierte Playlisten an. Das sind von Musikexperten, DJs und Musikkritikern zusammengestellte Playlists für bestimmte Aktivitäten, die man so betreibt oder Stimmungen, die man hat. Ja, zum Beispiel ab in den Sommer oder Feierabend und solche Sachen. Eine praktische Sache. Intel hat auf dem IDF, seiner eigenen Entwicklerkonferenz, vergangene Woche ein neues Mainboard-Format vorgestellt. 5x5 oder 5x5 heißt es und ordnet sich zwischen Mini-ITX und Intel NUC ein.
Das Coole ist nicht nur die handliche Größe, sondern auch, ihr könnt normale CPUs, also mit LGA-Sockel darauf verbauen und 2,5 Zoll Festplatten und SODIMM-Arbeitsspeicher, also Notebook-Arbeitsspeicher drauf verbauen. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat das Patent für die Wischgeste von Apple für nichtig erklärt. Die Begründung ist einfach, es beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Es sei also keine Innovation, die auch nicht andere Hersteller verwenden dürften. Apple streitet darum seit Jahren weltweit und hat jetzt auch vor einem deutschen Gericht dieses Patent verloren. Ja, und jetzt wird's wieder Zeit für den ultimativen Fail der Woche. Ein kleines Malheur ist einem 12-jährigen Taiwanesen passiert, als er auch bei einer Ausstellung war und sich einen Vortrag gerade anhörte über, ich muss das leider ablesen, große Stillleben mit Blumenvase, Früchten, Schlange und Eidechse des italienischen Malers Paolo Porpora. Als die Gruppe weiterziehen wollte, ist er gestolpert, genau in das Bild. Den Milchshake oder was er immer da in der Hand hat, konnte er zwar aufhalten, allerdings hat er sich mit der Faust so stark an die Leinwand abgestützt, dass da jetzt dann später ein Loch drin war. Das Problem an der ganzen Sache, das Gemälde hat einen Wert von 1,5 Millionen US-Dollar, muss jetzt kostenpflichtig natürlich restauriert werden, was nicht ganz günstig ist. Aber die Eltern müssen dafür nicht blechen, denn die Organisatoren haben gesagt, okay, kein Problem, wir sind sowieso versichert, wir werden euch jetzt nicht verklagen, wir wollen keinen Schadensersatz haben, sondern alles ist okay und das Bild wird jetzt in Italien restauriert und auf Vordermann gebracht. Eigentlich ziemlich großzügig, würde ich sagen. Ja. Also das nächste Mal, wenn ihr in Taiwan seid, keine Sorge, egal was passiert, die sind versichert. Schon ist die TechUp Weekly Folge Nummer 17 zu Ende. Schreibt uns in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und merkt euch jeden Freitag um 14 Uhr auf pcwelt.de und auf unserem YouTube-Kanal. Und für nächste Woche haben wir was ganz Besonderes vorbereitet. Dann ist nämlich nicht jeder Freitag, weil wir sind alle auf der IFA und werden dann direkt von der IFA in Berlin berichten. Das heißt, die TechUp Weekly Folge fällt aus, aber wir sind natürlich trotzdem mit einem Videoteam dort und lasst euch mal überraschen, was wir für euch so vorbereitet haben. Ich würde sagen, bis demnächst, macht's gut und viel Spaß. Teilt das Video mit anderen.